Hallo und herzlich willkommen zu Until Dawn. Na, Chris, bist du bereit für den nächsten Part? Was ich eben gemerkt habe, ich hasse es, dass das Spiel, wenn das Game seine Rückblende zeigt, dass du da nicht vorspulen kannst. So, wir sehen uns hier nochmal ganz kurz um. Im letzten Part haben wir die ganze Besetzung, die ganze Szene und alle hier kennengelernt. Das ist doch schön. Chris ist bisher mein Favorite-Charakter, weil das einfach so ein Arsch ist. Wie laufe ich ein bisschen schneller? Das ist das Menü. Okay, okay. Wir müssen jetzt irgendwie ins Haus reinkommen, weil die Tür vereist war. Richtig? Okay, so laufen wir schneller. Alter. Ach stimmt, der ist ja in sie verschossen. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts. Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, komm, wir sind mal dagegen. Chris, hey, ist nicht so einer. Lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flachlegst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Aber lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Okay. Ja, okay. Er will uns halt wirklich helfen. Eben wusste ich nicht, wie ich das von Josh bewerten soll. Wir versuchen, Gentleman-like zu sein. Aber natürlich sagen wir wollen sie uns holen. Weil offensichtlich, wir wissen, Ash ist auch verknallt in ihn. Ja, komm. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschafft. Schon gut, kapiert. Wow. Status-Update. Oh ja, zeig mal her. Romantisch. Oh, und der Rest ist ein bisschen hoch. Josh ist gestiegen. Ashley ist immer noch mit am höchsten, zusammen mit Josh. Bisher sind wir halt nur so ein Pseudopoler. Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ist ja gut, Josh. Josh ist so, genau wie Mike, so ein Flachleger, Alter. Keiner steht auf Frostbeulen. Das ist so ein Ficker, also was denn das? Okay, nee, falsch. Andere. Jedes Mal. Ich weiß, das ist. Gibt es beim Spiel überhaupt eine Online-Funktion? So, wir laufen jetzt mal ein bisschen schneller. Da können wir wahrscheinlich rein, aber ich will halt auch diese ganzen elenden Totems finden. Langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Was ist hier? Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Okay, das Ding können wir. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Verschieben. Ich dachte, es wäre ein Sicherungskasten oder irgendwas. Oh. Ach, weil wenn das andere nicht reingekommen wären. Weil wir konnten noch mit dem anderen Fenster interagieren. Oh, Justin, netter Kerl. Trotzdem hätte er uns hinfliegen lassen. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Geil. Glaub nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay. Also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Ah, ja, okay. Oh, ja. Für die Tür, jetzt ja. Versteh ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch.
Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ja, das hätte ich ihm jetzt auch gesagt. Geh mit Gott. Alright, ja. Josh lässt uns hier zurück. Wenn er sich jetzt Ashley erklärt, dann hau ich ihm auf die Fresse. Ich wollte nach euch suchen, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Verlusttotem. Das war Emily, glaube ich, die abgefackelt ist. Ich weiß, das könnten wir uns auch jetzt wieder ansehen, aber das machen wir eventuell später. Also sollten wir mit Feuer eventuell aufpassen, da geht's hoch. Was ist hier? Zeitungsausschnitt. Okay, 5. Juni 1997 für Alberto Bagger. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Okay. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie eine dreckige Hure und schwor euch alle... Was? Denn... Okay. Doch, Kinder... Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel sagen. YouTube mag das nicht. Transkriegen weiter und drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setzte, ihre Familie zu beschützen. Hey, ich glaube, das ist schon das zweite Mal, dass wir was von diesem komischen Hausmeister hören. Wisst ihr, guck mal, das ist das Langsamlaufen und das ist das Sprinten im Spiel. Ich würde mir so wünschen, dass sie rennen oder joggen könnten. God dang it. Ha! Echt cool. Wer ist entdeckt? Familienporträt. Ja, ja, erinnere mich noch immer daran, dass die. Dass Hannah und Beth tot sind. Was war das denn? Okay, auch mit den Unhängen. Ist hier irgendwas? Nee. Also hier scheint irgendwer im Haus zu sein. Ich weiß ja auch, dass im Spiel alle sterben können, aber... ich weiß nicht, ob das jetzt schon losgeht, so krass am Anfang. Ah, ich mag es. Chris versucht so ein Scherzvogel zu sein, aber jeder ist angepisst von seiner Scheiße. Was war das? Ja, kein Strom, das ist ja noch geiler. Auf dem Tisch. Entweder ist das der Wind oder ich höre Geflüster.
Das ist überhaupt nicht geil. Okay, wir sehen uns jetzt mal in der ganzen Etage immer um. Ja, wenn wir die Zeit haben. Wenn wir die Zeit schon mal haben. Ich weiß auch gar nicht, wo kriegst du denn Deo her? Bad? Küche? Irgendwas? Okay, kommen wir eh nicht lang. Ich sehe einfach, hier ist legit nichts. Danke, dass ich hier lang gehen konnte. Ah. Dass ich hier lang gehen konnte. Aber ich muss sagen, die Grafik ist immer noch gut. Das ist für Verhältnisse damals. Hier ist legit nichts. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Ha, ne, hier ist was. Wir haben es entdeckt. Abschlussballfoto. Okay, 2013. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike, Emily. Warte, was? Stimmt, das ist Emily. Okay, die kannten sich damals schon. Fuck, Alter, ist das riesig. Alter. Josh muss Putter haben. What the fuck? Vielleicht sinnvoll, ein paar Kerzen anzumachen, meinst du nicht? Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Okay. Okay, es geht wirklich um diesen Hausmeister, oder was? Das ist ja geil. Ah, das mit diesen Vorhängen überall, das macht mich fertig, Alter. Willst du die Scheiße nicht mal abhängen? Hier. Kann ich hier durch? Nee, hier ist so. Okay. Das hat man schon gesehen. Gut, gehen wir mal nach oben. Ich glaube, von oben hatten wir auch das Geräusch gehört. Das heißt, es ist richtig sinnvoll, da jetzt hinzugehen. Ach, Fenster. Ja, gut. Was hier? Ja. Tote empfinden. So natürlich auch möglichst viele Hinweise nachzugehen und zu finden, was geht. Ich meine, come on. Was ist hier? Gib mir irgendwas, was ich mir anschauen kann. Aber es ist finster wie Sau. Hier ist nichts. Hier geht's rein. Okay, da können wir ran. Dreh mich um, irgendwas. Okay, Alter, knatscht auch. Mach mal hier Fenster zu. Die wäre vielleicht der Wind nicht so krass. So, mach auf. Was finden wir hier? Ah, Deo! Geil. Take. Alter, was war das? Oh. Hat das den Ton gemacht? Ah, perfekt. Ja. Wir frieren doch hier draußen. Ja, ich tue, was ich kann, nachdem ich das Haus erkundet habe. Die ganze Woche. Okay. Okay, das ging. Was war das? Bist du okay? Es
Was für ein Bär oder ein Tiger oder sowas? Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, viel Fraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Kommt da rein. Die Tür aufgeschmolzen. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott. Oh Matt, bist du immer noch angepisst? Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Ach nein, die Assis sind da. Matt, beruhig dich. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar beruhig dich. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Na komm, wir sagen mal, komm. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Komm, ey. Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Komm. Es ist... Ey, es ist halt, wie es aussieht. Der Matt muss auch mal ein bisschen Stellung beziehen hier. Weil der Mike so ein Klärer ist, der sich jede Frau nimmt. Ach, den würde ich so gerne in die Fresse hauen gerade. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Okay, zwei bitchende Paare. Hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Wow. Okay, Emily hat die Zickerei angefangen. Ich hab was gegen Mike und Jess, aber Jess ist bisher noch ganz okay und die lassen wir mal da raus. Wenn, dann gehen wir schön auf den Mike. Obwohl wir sagen müssen, Jess hat ja jetzt auch schon, Emily hat jetzt auch schon wieder mit unserem Mike angebandelt. Also holen wir sie mal ein bisschen zurück hier. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily geht immer noch zu krass dran. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Ah, da will ich am liebsten nicht hingucken, Alter. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Ja, eben war Emily sehr bitchig. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, die anderen drei, Alter. Was für eine scheiß Show. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz.
Wir sind bald zurück. Ich fände es ja schön, dass ihr uns das von eben nicht übernimmt. Ja, es war richtig warm. Okay. Okay, dann los. Ja, komm, Matt. Hol dir deine... Hol deiner Geliebten die Tasche. Die, die dich mit deinem Ex betrügt. Sam hat die vernünftigste Entscheidung getroffen. Sie zieht sich aus diesem ganzen Scheiß zurück. Oh, im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste. Alter, Mike ist so ein verfickter Flachleger. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Wer braucht den hier? Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Das ist so ein... Josh ist so ein Typ, der so einen billig bösen Humor gefällt mir. Was, wirklich? Was? Nein. Okay, ehe wir losgehen. Können wir wieder... Nee. Hier noch irgendwo ein Totem? Okay, wir spielen jetzt die Pornostars. Diese ganze Show-Einlage eben, das war genial. Wir haben richtig gemerkt, wie kein Arsch Bock auf die Scheiße hier hat. Vielleicht Chris, Ashley, Sam so ein bisschen, aber der Rest... Ich hab keine Lust hier zu sein. Aber ich spiele trotzdem jetzt mal so, wie wenn Mike jetzt alles für sie tun würde. Obwohl, man muss auch sagen, er hat sich eben aus dieser Diskussion absolut zurückgehalten. Vielleicht, weil er nicht weiß, auf wessen Seite er stehen soll. Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay. Warte. Oh mein Gott. Das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey. Oh. Vermerkt. Okay, die wollen nur knallen. Man merkt's. Die Dialoge sind ein bisschen cringe, aber halt auch wie Typen, die... Also halt wirklich wie irgendwelche 21- oder 22-Jährigen... College-Typen da. Die nur ans eine denken. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Na komm, Superboy, leuchte mal ein bisschen nach vorne. Was gibt's? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich hab ja gesagt, wir schlagen uns auf ihre Seite. Wenn Mike so ein Wichser ist, dann lassen wir ihn auch ein Wichser spielen. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Gib her. Jess ist absolut hochgestiegen. Hilfsbereit ist runtergegangen. Okay, da ist noch was. Ehe wir jetzt weitermachen. Ja, komm, wir lassen den Mike mal so einen Spaß spielen. Dann gehen wir halt scheinheilig voll auf Jess-Tour. Gib mir das Ding. Was ist es? Es war Ash. Es war Ash, ey. Von irgendwie niedergeschlagen wurde. Ach du Kacke. Okay. Ich muss sagen, das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Das Einzige, was halt so ein bisschen komisch ist, ist die Framerate. Das läuft nicht ganz flüssig. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Ich spiele es ja auf einer PS4 Pro.
Bazinga. Boom. Sehr gut, Mikey. Dass der weiß, was der machen muss. Du bist echt genial. What? Ja, da geht dann noch mal rein. Aber Jess scheint von dem allen ja nichts zu wissen, von der ganzen Sache mit Mike und Emily. Also, die scheint ja jetzt wirklich auf ihn gefahren zu sein. Also versuchen wir sie auch wirklich mal zu beschützen. Weil sie war ja auch zu Chris und Sam sehr nett. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Denkst, es könnte nicht schlimmer kommen. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen, aber ich wollte es halt wissen. Neugierig, ja. Ja, gut. Ich meine, momentan scheißauf respektvoll. Wir wissen alle, dass hier keiner von denen respektvoll ist. Die sind alle hier auf den Berg gegangen. Aber es war halt legit wirklich nicht deren Schuld. Es war nur der Auslöser und ein Haufen scheiß unglückliche Umstände. Rennt. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Okay, warte. Wenn ich das Spiel jetzt irgendwie weglocken, ist hier was? Nee, okay, dann laufen wir, schnell. Ja, der Aufbau ist super. Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Boah. Jess! Sie sind ja ultra bescheuert. Hey, Jessica! Ja, hey. Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ach komm. Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Okay, der Typ kommt uns nach. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, klar. Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Bitte was? Sei ihr Held. Auf welcher Seite stehst du? Ja, das haben wir nicht ganz gemacht. Und Mike's Helmut. Ja, das ist doch toll. Okay. Ja, komm, aus seiner Sicht gehen wir jetzt mal voll mit ihr. Also helfen wir ihr jetzt mal.
komm! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Wenn wir sagen, nach 5 Minuten machen wir, dann haben wir eine solide Partlänge. Ja, die Umgebung ist schon gut. Jetzt laufen wir plötzlich durch eine Mine. Scheiße, Controller. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ah, ich hatte noch Zeit. Ich habe X gedrückt. Danke. Die Zähne sind noch drin. Das ist gut. Ja. Ja. Irgendwas muss das Ding angestoßen haben. Das kommt doch nicht zufällig hier. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Na, ah, aber das ist doch ein Weises, oder? Das wird doch was Gutes sein. What the fuck? Das ist ein Glückstorte, Alter. Habt ihr sie gesehen? Wie sie aussah? Das war doch Jazz. God dang it. Okay, Viereck, Kreis, das. Okay. Ich hab gemerkt. Wir versuchen ja noch wieder rauszukommen. Ich müsste durch Cyberpunk, müsste ich eigentlich alle Knöpfe mittlerweile innehaben. So, wir schauen nochmal hier kurz. Frisch. Wer wohl hier war? Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art. Oh. Alter! Alles klar? Ihr müsst sofort raus aus der scheiß Mine. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja, aber sowas von. Oh, gut gemacht, die sind drüber gestiegen. Hier noch irgendwas? Ja, das war mir doch klar. Scheiße. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Ja. Collapse Support. Was? Durch Rost bricht hier alles zusammen. Du kannst dir ja nirgendwo dich bewegen. Steine sind, fallen da auch runter, stand bei dem einen. Okay. So, um wir noch irgendwie hier rauszukommen. Warte, da war noch ein zweiter Weg. Ach nee, es ist verschüttet, offensichtlich. Na komm, Jess. Beweg deinen sexy Arsch ein bisschen schneller, bitte. Wir wollen doch hier nicht draufgehen. Dank, Alter. Okay, dann würde ich sagen, die 5 Minuten haben wir jetzt nicht ganz voll, aber scheißegal, wir sind aus der Mine raus. Würde ich sagen, war das nochmal ein guter Part? War das nochmal ein extrem guter Part? Wir haben schön Streit mit ansehen können. Unser Tapfer ist gestiegen und romantisch ein bisschen höher. Jazz ist jetzt absolut hoch. Yes! Yeah! Emily ist auch noch so fucking hoch. Das ist nicht... Das ist so... Mit allen anderen versteht er sich überhaupt nicht. Ja, wir versuchen mal unser... Ja, Mike ist halt der wirklich halt Flachleger. Das ist halt so ein Wichser. Aber mit Jazz ist schon ganz schön hoch. Das finde ich gut.
machen wir im nächsten Part hier weiter. Ich bin gespannt, ob wir da noch zur Hütte kommen und schauen, wie es bei den anderen dann weitergeht. Ich glaube, das wird jetzt immer hin und her switchen. Und ich will wieder zum Therapeuten. Bis dahin, ciao.